Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Worldwide 2 mit dem Sester. Ja, wir müssen immer noch. Ach. Die Zeit uns Reshiram und Zekrom kämpfen. Nein, okay. Den Raum auch geklärt. Ja. So, willst du kämpfen? Plasma Card haben wir. Hier sind direkt zwei, die kämpfen wollen. Warum kann man hier dann nicht direkt den Doppelkampf machen? Das wäre zeitsparender. So, zwei Pokémon. Wenn er eh gewonnen hat, Mack. Okay, das wird. Den One-Hit überlege ich mir, glaube ich, nochmal. On Flamethrower. Jawohl. Und Radikal. Oh, Flammenwurf und Down. Ja, ich bin leider zu overlevelt. Das tut mir wirklich voll leid. Ich mache alles One-Hit. Aber wahrscheinlich werde ich trotzdem noch bei den drei großen Kämpfen, die kommen. Numbers 2. Also wird nochmal eine 2 vorkommen. So 2, 2, 2, 0. 2, 2, 2, 0. Wahrscheinlich. Crocodile. Manches gegen Crocodile. Ich würde auf jeden Fall eine Steinkante kassieren, wenn ich nicht raus. Intimidate. Dragon Pulse! Suchen wir es mal. Foul Play, ja, so einen hohen Angriff habe ich auch nicht. Schmarotzer, ja, Schmarotzer nimmt den Angriffswert des Gegners und greift dann quasi an. Schmarotzer ist ein 80er oder 90er Unlicht-Move. Und zum Beispiel, wenn man dann gegen einen Meisterangriff kämpft, dann kriegt es halt einen 90er Unlicht-Move mit 290 Angriff ab. Ich meine, ist zwar irresistet, aber kommt drauf an. Dann gibt es noch Leute, die ihn Klavion, also eine 6 und ein Klavion mit Donnerwelle, Schmarotzer, Angeberei, noch irgendwas spielen, dann halt erstmal Donnerwelle, Angeberei und dann Schmarotzen. Den ganzen Tag. Four digit number and the last number is 2. Und dann sind wir quasi fertig. Davon will ich mich aber jetzt selbst überzeugen. Mach ich den restlichen Kampf nicht. Das ist 2202. Yes. 2202. Jawohl! Und damit hätten wir den Scheißteil geschafft. Jetzt kommen wirklich nur noch intensive Kämpfe. Ne, kein Full Restore, auch kein Max Potion, Sniper Potion. So. Naja, ich wollte gerade nur Pokémon wechseln. Ich werde jetzt mal Hydra an vorderster Stelle tun. Denn wenn jetzt nichts dazwischen kommt, weiß ich, was jetzt passiert. Kommt erst. Nee, der kommt zuerst. Oh, der kommt zuerst. Na doch, bin ich gut bedient mit. So. Sinsulin schon wieder. Oh, da ist Kyurem. Wir haben Kyurem gefangen. Haben auch durch Kyurems Fähigkeit Trindrak City bombardiert. So. Ach, wird das wieder ein Doppelkampf? Nee, nicht mehr. Und jetzt der Kampf gegen Sinsulin.
vor dem habe ich echt. Ne, doch ein Doppelkampf. Oh. Ah. Ich erinnere mich an etwas. Ich erinnere mich. Ja, sie ist Level 60, also. Ah. Okay, nochmal ein Boost. Naja. Geil. So, da haben wir einen Earthquake raus. Electros trifft das eh nicht. Electros hat keine Schwäche. Das ist so heftig. Das ist richtig krass. Das fehlt einfach keine Schwäche. Ein Blizzard ab. Wahrscheinlich würde ich jetzt eingefroren. Oh, warum macht der mal Keul? Ganz ehrlich. Was soll das? Warum greift der nicht einfach mal an mit einem Wild Charge? Das Warrain in zwei. Das ist nämlich schon das Problem. Traurig, dass Umpex das schnellste Pokémon ist. Was, das hat auch Schwebe? Egal. Ja, wow. Erdbeben auf einem Pokémon, das aus Resisted. Wow. Umpex hat damit getötet. Also, besiegt. Bitte auf Warrain, bitte enttäuscht mich. Ja, danke. Weil Warrain ist einfach Plage. Also, und Elfros faintet sich selber. Geil, oder? Fehlen sich Hydro. Es kommt Driftblim. So, jetzt bringt mir Zerperior. Jetzt bringt mir nämlich der Erdbeam. Nichts mehr. Der AB will move. So, AB will move. Outrage. Jawohl, auf das Richtige. Gut gemacht. Das dürfte One-Hit sein. Was? Was? Kein One-Hit. Special Defense Drop. Wenn ich jetzt einen Blättersturm abkriege, habe ich ein Problem. Na, reicht schon. Ah, noch gecritted. Ja, der Beulenhelm hat sein Übriges. Ja, sehr stark gemacht von. Ist von Deafening raus. Ja. Um gegen ein Magnesone zu kämpfen. Ja, dann machen wir mal den Roos. Ach ja. Upsi, ich habe ja noch mein Leben weg. Ich habe gedacht, ah, ich bin ja mit Abstand das schnellste Pokémon auf dem Feld. Fuck. Er dürfte aber nicht so viel Schaden machen. Stopp! Weavile. Ah, das schnell. Warum greift das nicht Zerperior an? Vierfachschwäche, willst du mich verarschen, Weavile? Willst du mich eigentlich verarschen? Ah! Krieg einen Anfall. Ja, wow. Resistet das. Hast du so viel Schaden? Hm. Mann, Alter. Warum muss ausgerechnet ich den Ice Punch abkriegen? Das geht down, Ace. Erstmal räumt Weaver von der Fläche. Ah, denn Zerperior ist jetzt down. Von einem Weaver kassierst du einfach One-Hit, wenn das effektiv auf dich ist. Das Vieh ist so krass. Weavile ist in der Mod eins der krassesten Pokémon. Ohne Scheiß. Mit einem Live-Orb geht das durch, denn es hat so eine krasse Base in it. Flygon. Ja, weil jetzt ist der Kampf vorbei. Das war noch nicht der Kampf, vor dem ich Angst hatte. Der kommt noch. Pour Loire.
Erik hegt halt einen Hass gegen Team Plasma, weil sie damals dieses Feelilu geklaut hat. Komm, die Schattentriade und nimm uns mit. Jetzt geht's los. Ich habe jetzt gerade kommt so Top Speed und dann geht das so langsam. Ach, wir haben uns. Und das Charon. Boah, die Mucke, ne? Die ist awesome. Ich will nichts über die Geschichte. Ich will einfach nur die Story zocken. Wenn die Story gießen, die finde ich nicht so krass. Die Story in dem Teil. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Story, die ist nicht so geil wie in den anderen Teilen. Und an welchem Teil fand ich die Story am coolsten? Also am lästigsten fand ich die Story. Boah. Und jetzt muss ich eigentlich überlegen. Doch, so. Doch, wenn ich jetzt so überlege. Hat Weiß 2, also Schwarz und Weiß 2, die coolste Story. In Smaragd fand ich die so ätzend. In. Weil irgendwann war es einfach nur nach langweilig. Weil das einfach kein Ende gefunden hat. In. Gold, Silber, Kristall. War das auch irgendwann nur nervig? Diamant und Perl. Dieser scheiß Kraterberg und das Hauptquartier, das war auch mega doof. Also, hat sich so gezogen manchmal. Ja, der erste Teil von Pokémon, das ging. Da kam Team Rocket, eigentlich musste es quasi nur zweimal in ihrem Versteck rumlaufen. Nicht wie in anderen Spielen, so zehnmal oder so. Ne, keine Blue Shard. Max Reaper habe ich eigentlich aufgeheilt. War ich heilen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, okay. Ah, hätte ich mich wieder aufgeregt. So. Das war der natürlich Ärger. Und ne, doch nicht. Das ist also vom Ex-Team Plasma ein Spion. Und er redet über N, also erwähnt N. Naja, an dieser Stelle beende ich den Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Haut rein. Ciao.